Okay, nun zeigen wir den Lila Pause Minibar-Trick. Part 2. Part 2, ihr kennt ihn, er ist legendär. Wer hat ihn erfunden, Alter? Das ist ganz wichtig. Der Lila Pause Nuss-Snack. Er hat sich ein bisschen verändert vom Design her. Aber ist immer noch das alte. Ihr wisst, wir wurden natürlich nicht erwischt im Hilton Hotel. Erwischt. Wie heißt dieses Hotel? Ich weiß nicht. Das ist der Sachsenpark. Der Sachsenpark. Der Sachsenpark. Der Sachsenpark. Und deshalb haben wir hier jetzt eine neue Möglichkeit, den euch zu demonstrieren. Wir finden den Lila Pause-Trick für euch direkt 4:04. Damit macht man sich aber voll unbeliebt, oder? Egal, man, es filmt. Ganz, ganz vorsichtig aufmachen. Alter, ich bin voll gerummelt. Ist das Wichtigste? Ihr meint nicht, wir können mittlerweile uns leisten, das auch einfach so zu essen? Nein. Ich könnte die wir sind zwar einfach in diesem 4-Sterne-Hotel, aber wir haben immer noch kein Geld für Lila Pause. Scheiße, Alter. Sancho und Pancho. Es dauert ein bisschen länger, wie gesagt, man wird nicht jünger. Wir sind beide älter geworden, schaut euch das alte Video an. Ja, Mann, ich meine, da klinge ich noch so. Und er auch noch. Er ist noch so klein. Ich bin auch so klein. Aus der Tür. Lila Pause-Snack. Den legen wir erstmal hier hin. Und der Onkel Zwieback. Pass auf. Komm auf jeden Fall. Egal, mach weiter. Das wird schon noch klappen. Wir müssen irgendwie hier das vielleicht festgeben. Er mag nicht so recht aufblasen. Ich glaube, Sie haben unser Video letztes Mal gesehen, dass hier ein Oh, okay. Du musst das nur noch richten hier. Dann geht die Luft raus. Okay. Yeah. Super. Das war der Lila Pause Minibar-Trick. Wir werden wieder davon kommen. Das ist Gangster. To be continued, Alter. Stay tuned und so.